Die berühmt-berüchtigten Groschenromanverbrechen gehen weiter. Wir müssen jetzt in Baxters Haus. Also alleine deswegen, das ist total umständlich. Da gefällt mir das eigentlich nicht so gut, aber trotzdem, um es euch gezeigt zu haben. Ich sollte zurückgehen und danach fragen. Das ist jetzt nah genug. So. Dann wird das mal soweit geklärt, aber jetzt müssen wir halt noch Befragungen starten. Baxters Haus. Schon, Mädchen. So, dann befragen wir die einfach mal wieder. Diese Medizin wurde von Dr. Elton speziell für einen unserer Patienten. Den können wir nicht befragen. Den da oben, den Elton oder den Doktor. Also Doktor ist. Ja, der Elton. Ja gut, der Park spielt ja keine Rolle. Also ich würde jetzt mal ganz stark auf diese Frau tippen. Aber gut, was weiß denn ich? Ich finde endlich den richtigen Mann fürs Leben und Sie wollen mich ins Zuchthaus stecken? Das war nicht so toll. Ich weiß, normalerweise würde es schon Sinn machen, sich das Ganze anzuhören, aber Leute, es interessiert mich nicht, wie hoch meine Belohnung ist. Wobei Baxters Haus hatte keine Leute in sich. Gehen wir noch mal zum guten Gilbert.
So, was ist denn hier los? Von dem habe ich noch nie gehört. Rudenz war ziemlich distanziert in letzter Zeit. Ich schätze, sie hat ihren Doktor angehimmelt, diesen schweren Hütter. Ich wäre ein viel besserer Ehemann und die Hochzeit ist schon geplant. Ich habe meine Liebste verloren. Wie können Sie mich beschuldigen? Ja. Also es scheint wirklich jemand aus Eltons Praxis zu sein. Ich meine, so viele Leute sind da gar nicht verfügbar. Ich weiß, dass sie da oben sind. Ich hielt Prudence für eine Intrigantin und ich glaube, dass ich eine bessere Partie für den Doktor wäre. Aber einen Mord begehen? Ich bin Krankenschwester. Ja, was soll denn das heißen? Ich glaube, dann muss es der Doktor gewesen sein. Der Doc höchstpersönlich, weil der andere Typ, der da unten ist, das ist einfach unwahrscheinlich. Oh Gott, es stimmt. Ich konnte nichts dagegen tun. Das Pulver hat diese Kreatur in mir geweckt. Sie hat die unschuldige Prudence verführt und dann umgebracht, damit wir nicht heiraten müssen. Es ist so fürchterlich. Ich wusste, dass mit der Medizin was nicht stimmt, verstand es aber erst nach dem Fund der Papiere. Gut gemacht. Ab in den Kerker mit dir! Wäre so witzig gewesen, wenn es jetzt der Typ da unten gewesen wäre. Ja, dadurch wird unsere Belohnung geteilt, aber das ist mir jetzt scheißegal. Was war das gerade schon wieder? So. Jetzt nur die Frage, werden jetzt noch mehr Groschenroman-Dinger freigeschaltet? Ich kann das echt nicht mehr sehen. So, Schatzkammer ist mir scheißegal. Ne, ich glaube, wird nichts freigeschaltet. Dann müsste das da unten schon der letzte Fall sein. Aber zuvor können wir ja uns darum noch kümmern, um das, was da unten ist. Und dann endlich in Sequenz 9 gehen. Aber gut, ich muss natürlich zugeben, ich hatte ja schon von Anfang an so meinen Verdacht auf den Doktor, weil Doktoren sind eigentlich immer so die Leute, die man zuerst verdächtigen sollte. Einfach a priori. Okay, Leute, einen kurzen Moment. Jetzt bin ich wieder soweit. So. Ja, muss noch beim Handy was nachprüfen. Alright, dann können wir ja mit der mal aussprechen. Ich meine, es ist zumindest eine
sie. Und das ist sie auch. Ich finde es ganz wundervoll, was sie für uns Kinder getan haben. Willst du damit sagen, dass ich ein Held bin? Wir gaben alles, was wir konnten, um unsere Dankbarkeit zu zeigen. Danke, Clara. Das scheint ein richtig emotionaler Moment gewesen zu sein. So, dann bleibt uns praktisch jetzt nichts mehr anderes übrig, ich hoffe doch, bitte, als diese allerletzte Groschenroman-Mission. Ich bitte euch, ich will einfach nicht mehr machen. Was ist hier eigentlich? Die dunkelste Stunde, Erster Weltkrieg. The Darkest Hour. Okay. Hier am anderen Ende. Also das klingt interessant, die dunkelste Stunde, der Erste Weltkrieg. Also das klingt so interessant, dass ich es eigentlich machen möchte. Gut, dann jetzt noch Groschenroman und dann Erster Weltkrieg und dann aber nichts wie die Scheiße rein. Auch wenn das für mich keine Punkte bei PSN gibt. Was ist das hier eigentlich? Nee, sowas interessiert mich nicht, aber Erster Weltkrieg interessiert mich. Der totgeweihte Colonel. Dann mal ab dafür. Jetzt mache ich eine Schnellreise, beende den Part. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich kann es eigentlich schon mal beenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unstaffel, denkt daran, Freundschaft ist Magie.